Die Wolzenalb zählt zu einer der 89 Moorlandschaften der Schweiz, die zum nationalen Inventar der schützenswerten Landschaften gehören. Beim Projekt der Gemeinde Nesslau wurden 850 Meter des Wanderwegs verlegt, die zuvor durchs Moor führten. Neu verläuft die Strecke von der Wolzenalb ins Jental durch den Wald und entlang des Waldrands. Wo vorher der Boden sumpfig war, wurde er mit Holzrosten und Kiesauflagen begehbar gemacht. Mit der neuen Wegführung kann ein wertvoller Bereich des geschützten Moores vom Wandertourismus entlastet werden. Gleichzeitig gewinnt der Wanderweg zusätzlich an Attraktivität. Er zeigt sich abwechslungsreich und bietet schöne Ausblicke auf das Moor und die Voralpen. Die Jury nominiert das Projekt für den Prix Rando 2018, nicht zuletzt auch aufgrund des großen ehrenamtlichen Einsatzes von Firmen und Schulklassen. Dabei wurden die meisten Arbeiten von Hand und mit Holz aus der Region durchgeführt. Diese bodenschonende Bauweise trägt ebenfalls zur Nomination bei.